Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, hier spricht Ihr Kapitän. Ja, es ist einmal wieder soweit, die Alina Perla ist sicher und reisetüchtig sowie bereit zum Auslaufen. Alle Gäste sind auch an Bord, wir warten jetzt noch auf den Lotsen, aber auch der hat versprochen, in wenigen Minuten hier zu sein. Und dann werden wir uns auf den Weg machen in Richtung Barcelona. Ja, kommen wir erstmal zum aktuellen Wetter. Es ist teilweise bewölkt, es ist fast windstill. Die Temperatur 15 Grad und der Luftdruck 1018 Hektopascal, die Luftfeuchte dazu 60%. Über die Nacht, die Bewölkung bleibt leicht, Temperaturen bleiben ebenfalls bei 15 Grad und der Wind auch nur ganz leicht. 5 Knoten aus südsüdwestlicher Richtung, also eine Windstärke 2. Seegang ebenfalls aus südsüdwestlicher Richtung, ja, mit hohen 0,3 Metern, also 30 Zentimetern. Das ist ja zu unserem letzten Seetag also kaum was. Das dürfte hier an Bord nicht zu merken sein. Auch für unsere Überfahrt morgen, der Seegang soll nicht viel mehr werden. Im Seegangsbericht ja maximal 1 Meter. Ja, genau zu sein, morgen 60 Zentimeter. Also schauen wir mal, ob der Wetterbericht da entwickelt. Wetterbericht für morgen, leicht bewölkt, Temperaturen steigen bis auf 20 Grad und der Wind mit einer Stärke 3 aus südwestlicher Richtung. Das ist bis Barcelona haben wir insgesamt 390 Seemeilen zurückzulegen, 722 Kilometer. Plan am Freitag, also übermorgen, am 3.11. gegen 5 Uhr bereits die Lotsenstation zu erreichen. Und dann um 6 Uhr nach weiteren 2 Seemeilen am Liegeplatz der Noel Arrosat mit Terminal D in Barcelona festgemacht zu haben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, ja, gemütliche 12 Knoten. Wie gesagt, wenn jetzt die Lotsen an Bord kommen, werden wir ja, unsere Leinen aufkürzen, die Leinen loswerfen, dann etwas nach Steuerbord vom Liegeplatz traversieren. Wir haben den Verkehr, auf den wir noch gewartet hatten, das andere Kreuzfahrtschiff, was hier gelegen hat, läuft gerade vor uns aus. Deswegen sollte dann auch alles frei sein. Wir drehen dann einmal scharf nach Backbord in südliche Richtung, passieren sozusagen das Hafenbecken. Dann schlagen wir nochmal einen Haken nach Steuerbord in Richtung offene See. Ja, und dann passieren wir an Backbord die Insel Gorgona heute Abend und nehmen dann direkten Kurs auf Barcelona in westsüdwestliche Richtung mit 247 Grad. Und dabei bleiben wir dann auch quasi, bis wir vor den Türen von Barcelona sind. Wir passieren dabei die französische Südküste, ja, und später auch den Golf von Lyon. Liebe Gäste, ich wünsche Ihnen nun einen herrlichen Abend an Bord der Alina Perla. Ja, genießen Sie das Auslaufen. Heute dürfen wir auch wieder das Typhon benutzen hier in Livorno. Und ja, dann ein schönes Auslaufen, einen guten Appetit bei Ihrem Abendessen. Und wir hören uns morgen so gegen 10, 10.20 Uhr dann noch einmal für eine Durchsage am Seetag. Jetzt einen schönen Abend. Vielen Dank, Ihr Kapitän.